Willkommen bei The Deadlinger. Ich bin weitergelaufen und immer weiter und immer weiter und Ende theoretisch gesehen immer bei ziemlich selben Ortschaften oder was weiß ich was. Wie ihr hier seht, ich bin wieder in so eine Scheune. Hier liegt wieder mal ein Scharfschützengewehr. Oder besser gesagt ein Jagdgewehr. Damit kann ich im Augenblick nichts anfangen. Da ich ein Sturmgewehr habe, was ich viel, viel geiler finde. Unser Land kann ich auch nicht aufheben. Und gehe einfach mal wieder. Wie spät haben wir denn wohl? Ziemlich mittags. In Richtung einer Ortschaft. Wie immer. Eigentlich gehe ich mal südlich. Ich gebe mir eigentlich Mühe, immer südlich zu gehen. Damit das alles, damit ich nicht außersehen im Kreis laufe. Das wäre natürlich blöd. Und da geht es auch hoch. Mit einer Leiter sehe ich gerade. Einen großen Rucksack findet man hier einfach nicht. Es gibt mittlere, glaube ich, aber ich habe noch keinen gefunden. So muss ich mich wieder auf eine lange Fußmarsch machen und Richtung Stadt laufen, wo hoffentlich dann mal ein großer Rucksack auf einem wartet. Ich würde mich ja echt freuen. Denn so macht das Spiel einfach keinen Sinn mehr. Ich kann nichts aufheben. Ich will auch nichts wegwerfen. Denn die Sammelwut ist zu groß. Aber in ca. 20 Stunden bin ich in dieser Ortschaft. Da oben ist auch noch eine. Da läuft eine Straße hoch. Glaube ich. Das auch. Unglaublich. Ja, mit einem offenen Patch warte ich noch vergebens. Aber die Programmierer geben Vollgas. Das sieht man an ihrer Homepage. Da muss man sich einfach ein bisschen gedulden und einfach mal so ein bisschen die Welt genießen, wie sie noch so ist. Wer weiß, wie sie bald ist. Da können wir ja. Das werde ich natürlich sofort ein Video machen, wenn sich hier was verändert. Aber momentan ist alles gleich. Das ist halt alles ein bisschen trist. Macht aber dennoch ein bisschen Spaß, muss man sagen. Dieser Forscherdrang, dass man immer weiterlaufen kann. Nur leider trifft man dann immer wieder auf eine neue Stadt. Die aussieht wie die andere, die wir vorbesucht haben. Oh, ja, das ging dann überraschend schneller als gewollt. Sind dann auf einmal Häuser aufgetaucht, die wir natürlich sofort durchsuchen. Und ich habe mich entschlossen, mein Katana hier treu zu bleiben. Munitionsverschwendung ist jetzt nicht so mein Ding. Und das braucht nur zwei Schläge. Und wenn man den Zombie nicht nah genug an sich ran ist, sind die eigentlich gar kein Problem. Außer es ist wieder ein bisschen buggy. Ja, bringen wir den erst um. Und werfen mal einen Blick in diesen Haus. Das sind ja zwei. Warum sind denn nur zwei Häuser? Ah. Das Bild wird gleich unscharf wieder. Rotzange. Da steht noch eine Keule. Kein Problem für mich. Was haben wir hier Schönes? 5,56 mm Munition. Ein Schokoriegel, wir haben bestimmt etwas Hunger. Brauche ich nur auf rechten auszusuchen. Haupte sich den schon im Wams. Mal einen mit. Ich will das Obst nicht essen. Das kann ja nur Plastikobst sein, wenn es noch halb ist. Ja, man kann aber auch. Schau mal, was machen. Die treffen einen immer. Ach, man könnte sich ja mal freuen. Es ist aber wieder ein mittlerer Rucksack. Ein kleiner Rucksack, so wie ich ihn schon habe. Beginners Backpack. Können wir den nicht mal aufheben? Doch, können wir. Und können gucken, was wirklich einer ist. Ja, Beginners. Beginners, also leider wieder weg damit. Ich hoffe, es ist schon was Feines. Da gehe ich nicht rein, da liegt ein Pömpel drin. Genau wie hier. Gitarre? Was ist das denn? Ist ja geil. Ja, die will ich haben. So was habe ich natürlich nicht gefunden. Das werfe ich mal weg. Die Moon einmal nur kurz zum Testen und mein schönes Sturmgewehr. So, die habe ich jetzt aufgenommen. Und wofür ist die?
Kann ich als Waffe? Ja, tatsächlich. Das ist eine gute Idee. Was? Die will ich aber jetzt mitnehmen. 9 Schuss weg. Munition wegwerfen rein. Bitte hasst mich nicht. Ich will jetzt noch passen. Hier. Und dann checken wir mal ab, was die für einen Schaden anrichten. Wow, das ganze Bild ist ja voller Gitarre. Für so eine gute Sache haben wir keinen Platz mehr, denn wir haben eine Gitarre. Und jetzt mache ich Musik. Nein. Hier taucht ja gar nichts. Verfluchte Gitarre. Der Kollege steht nicht so auf Musik. Deswegen. Was steht denn? Zwei. Mann, ja, blablabla. Ja, der Zombie kommt da. Ich hab hier etwas. Tschüss, Gitarre. Ja, man findet tatsächlich noch neue Sachen schön. Das erfrischt so ein bisschen den Spielverlauf. Wenn man ja so immer nur dasselbe macht, wird es ja irgendwann ziemlich übel. Hab ja auch mein letztes Video, ist ja schon ein bisschen länger her. Man weiß ja eigentlich gar nicht mehr, was man wirklich zeigen soll. Außer man findet halt was Neues. Und das ist ganz praktisch. Dann wird es nicht ganz so langweilig. Das finden wir wahrscheinlich alle 5 Minuten eine Gitarre. Hier sind ja überall diese Schrotflinten. Pumpe. Dann gehen wir nochmal hier rein. Und dann muss ich schon wieder mal pausieren. Aber schaut euch die nächste Folge an, denn ich werde in eine andere Ortschaft gehen. Bis dann.